Ja, hallo, ihr Freunde der Minecraft-Baukunst. Hier ist Nick, euer Taktiktyp, und ich habe heute etwas ganz Besonderes für euch. Aber erst muss ich einmal zeigen, dass ich es tatsächlich geschafft habe, meine Insel von Bäumen zu befreien. Und das war nicht zu wenig Arbeit. Ich kann auch gerade einmal Home machen. Und zwar kam das dabei rum. Also die komplette Insel von Bäumen ist leer. Aber nun gut, darum geht es heute nicht, sondern ich gehe zum Spawn. Und dann ist hier ein neues Schiff entstanden. Und zwar gibt es ein Schiffbau-Event. Da porte ich mich jetzt hin. Also, hier ist das Minebend-Schiffbau-Event. Und zwar kann man sich entscheiden, ob man sich ein großes Grundstück kauft. Da kann man dann einen großen Segler hinbauen oder ein kleines Grundstück. Da kann man dann so eine Yacht hinbauen. Hier wurden auch schon die ersten Schiffe gebaut. Die Preise sind nicht schlecht, und zwar die Person, die den Segler gewinnt, und die Person, die die Yacht gewinnt. Deren Schiffe werden jeweils am Spawn hingebaut und sie bekommen über einen gewissen Zeitraum einen blauen Namen. Das heißt, man kann sie deutlich besser erkennen. Und was gibt's noch? Ach ja, genau. Man kann noch als Clan Schiff bauen, und der Clan, der das schönste Schiff baut, der bekommt dann einfach eins von diesen ultra teuren 200.000 Bench-Grundstücken direkt am Spawn. Und ja, für einen Clan gibt es eigentlich fast nichts Besseres. Außer man hat so viel Geld, dass man sich den so einfach locker aus der Tasche kaufen kann. Was ich auch schon gesehen habe. Ja, hier sind die ersten Gebäude. Das Schiff ist, glaube ich, schon fast ja, so gut wie fertig von Phoenix. Ja, ist halt der Clan-Leader, und habe ich dann gelesen, dass das der Black Dragon ist. Kann ich mal angucken. Und der ganze Wettbewerb, der geht bis zum 4.3. 4.3. Und ich gehe schwer davon aus, dass ich auch ein Schiff hier hinbaue. Weil, ja, wer kann darauf verzichten, ein eigenes Gebäude direkt am Spawn zu besitzen? Ja, das kann niemand. Ja, jetzt habe ich schon kein Essen mehr und auch nichts dabei. Das macht Spaß. Gut. Das war's dann auch schon. Ich mache dann halt die nächste Folge, wenn das Event zu Ende ist. Ich bin sehr gespannt, was hier für Schiffe bei rumkommen. Ja, Schiffe. Sehr interessant. Aber der Kreativität sind halt bei Minecraft keine Grenzen gesetzt. Ja, ich bin sehr gespannt. Und Grundstücke dürfte es hier genug geben. Man kann sich sogar auch an die ja, mit nee, Teamler wenden, falls man größere Grundstücke braucht. Das hat was, ja? Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, euer Nick.